Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch, wie ihr eure langen Haare ganz einfach selber schneiden könnt. Als allererstes braucht ihr einen Mittelscheitel, der komplett über euren Hinterkopf geht. Dann habt ihr nämlich die Haare in zwei Partien und schnappt euch zwei Haargummis und teilt jede Partie, natürlich frisch gekämmt, damit alles auch ganz gut gerade ist, in einen nach gerade unten hängenden Zopf ein. Jetzt kommt es ganz drauf an, wie weit ihr eure Haare denn abschneiden möchtet. Und dann zieht ihr einfach die beiden Haargummis gleichmäßig, damit sie halt auch waagerecht sind, an genau die Stelle, wo ihr abschneiden möchtet. Und ja, dann geht's auch schon los. Wichtig ist, dass du darauf achtest, dass du wirklich ganz waagerecht abschneidest. Wenn du das nicht machst, dann hast du letztendlich einen Höhenunterschied in deinen Haaren. Und ja, das willst du ja nicht unbedingt. Falls du den trotzdem irgendwie bekommen hast, weil deine Haare so dick sind, dann kannst du die nochmal nachschneiden, so wie ich das hier mache, damit es auch wirklich eine ganz gerade Kante wird. Und auf der anderen Seite machst du dann genau in der gleichen Höhe das Gleiche. Wichtig ist, dass du beim Abschneiden nicht an den Haaren ziehst, weil wenn du daran ziehst, dann ziehst du dir das ungerade. Und das ist mir passiert, als ich das Video gefilmt habe. Ich habe es jetzt einfach so gelassen, weil mich stört es nicht, wenn da so kleine Unebenheiten drin sind. Genau. Ansonsten, es wird halt nicht so perfekt wie beim Friseur. Das ist ganz normal. Aber wen das nicht stört, der kann es ja mal ausprobieren. Okidoki, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.